Hallo und herzlich willkommen zu Haro TV. Heute bei uns zu Gast Gabi Gluck aus der ersten Mannschaft. Gabi, servus. Schön, dass du da bist. Hi. Servus. Erste Frage, gleich mal, was hat es denn mit deinem schicken Schnorrer auf sich? Ja, also das hat letztes Jahr begonnen, als der Andi Amann auf die gute Idee kam, komm, wir machen beim November mit. Und ja, das ist so eine Kampagne eben, wo ja um Männerkrankheiten ist, also es handelt sich so um Männerkrankheiten und hauptsächlich Prostatakrebs. Und ja, dieser Schnorrer ist eben ein Zeichen dafür da, dass man sich ja zeigt und ja zum Arzt gehen sollte. Ja. Also ja. Coole Aktion auf jeden Fall, wenn da die ganze Mannschaft dabei ist. Finde ich ja. Echt gut, dass man darauf aufmerksam macht. Kommen wir nun zum sportlichen Teil. Ihr steht momentan da mit einer Negativserie von 4 verlorenen Spielen in Folge. Wie kam es denn dazu, nach dem eigentlich relativ guten Saisonstart? Ja, also die ersten 2 Spiele waren überragend gut. Und ja, das dritte Spiel dann daheim gegen Erlangen, das war dann schon, also damit hatten wir einfach nicht gerechnet, dass das dann so hinausläuft. Und ja, dann die nächsten 3 Spiele waren genau nicht, also die waren schwer, es waren schwere Gegner, aber ja, wir haben da einfach auch keine Punkte geholt. Auffällig bei den Spielen ist, ihr konntet in der ersten Halbzeit immer super mithalten. Gegen den Tabellenführer in Cham und auch gegen Mainburg habt ihr jeweils zur Halbzeit mit einem Tor geführt. Dann das Spiel trotzdem noch verloren hinten raus. Wie kannst du dir das erklären, dieser Einbruch in der zweiten Hälfte? Ja, also ich war da dabei, aber konnte eben nicht spielen. Hab da eben zugeschaut, die erste Halbzeit waren überragend gut. Also wir haben auch geführt, wie du es schon gesagt hast. Die zweite Halbzeit, da waren einfach viel zu viele technische Fehler und Fehlwürfe, die wir uns einfach in der Situation einfach nicht nehmen dürfen und auch, auch zu hektisch dann auch werden. Also dadurch, dass wir dann auch die Fehlpässe und wie gesagt technische Fehler machen, dann machen wir uns auch selber es zu hektisch, meiner Meinung nach. Und ja, dann haben wir es leider vergeigt. Okay. Wir sehen gerade im Hintergrund, läuft das Training, allerdings ohne dich. Ja. Du bist am Knie verletzt. Gib uns mal einen aktuellen Stand. Wie schaut es bei dir aus? Wann kannst du wieder angreifen oder was ist Sache? Ja, also ich habe mir mein Knie seit 3 Wochen schwer verletzt, würde ich mal sagen. Und habe jetzt vorgestern erst die Nachricht bekommen, was es genau ist. Und ich habe eben einen Riss am linken Knie, am Knorpel, an der Außenseite. Das wird kein leichter Weg, wieder zurückzukommen. Ich muss jetzt erst mal 4 Wochen noch komplett pausieren, mein Knie entlasten und durch Schwimmen oder Reha-Maßnahmen wieder leicht aufbauen. Und dann werden wir sehen, wann ich wieder zurückkommen kann. Also es dauert auf jeden Fall noch. Okay. Am Samstag steht das nächste Heimspiel an, zur gewohnten Anpfiffzeit, 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Diesmal der Gegner, die HSG Lauf Herrelsberg, mit einem alten Bekannten, Andreas Kister. Ein Sieg, Gabi, wäre sehr, sehr wichtig. Wie siehst du eure Chancen? Unsere Chancen sehe ich schon, also wir gehen immer positiv rein ins Spiel, also so negativ gehen wir gar nicht rein. Und vor allem, wenn wir daheim spielen, ist immer was drin. Das haben wir auch letzte Saison in der Bayernliga bewiesen, als wir nur zu 7 waren. Und ja, ich sag, da ist was drin und ich freue mich aufs Wiedersehen mit dem Kiste. Also, auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht mitspielen kann. Ja. Gut. Gabi, danke dir, dass du da warst, für deine Auskünfte. Dir natürlich gute Besserung, dass du hoffentlich zur Rückrunde oder je nachdem, wie es läuft, wieder voll angreifen kannst. Und natürlich viel Erfolg fürs Wochenende. Ja, danke. Das war's wieder bei Haro TV. Danke fürs Einschalten. Bleib dran. Bis dann. Ciao.